Dann sage ich herzlich willkommen zu Kraftvoll durch die Corona-Zeit. Heute mit mir, mit Markus Jotzo, mit Dr. Karl Norton und mit Dr. Markus Dobler. Und einige kennen mich schon, Markus Jotzo. Ich mache Führungskräfteseminare, Vorträge, Coachings und auch Mitarbeiterkommunikation, Team. Und heute geht es um das Thema toxische, ich habe das dreimal geübt, das Wort, ja, toxische Menschen entschärfen. Wahrscheinlich benutze ich das so selten, weil ich mit denen relativ wenig zu tun habe. Aber es gibt sie, diese toxischen Menschen. Und die Frage ist, was könnt ihr, was kannst du tun, um, wenn du auch solche Menschen triffst, wie kannst du sie entschärfen, eliminieren, reduzieren, was da geht, gucken wir uns im Detail gleich an. Vorher fragte mich jemand, woran erkenne ich denn überhaupt, ob ein Mensch toxisch ist? Und die Frage, die ich empfehle, sich zu stellen, ist, nimmt dieser Mensch mir Energie oder gibt er mir Energie? Wenn ich Zeit mit ihm verbracht habe, in einem Dialog oder auch bei der Arbeit, längere Zeit in einem Meeting, denke ich hinterher, das hat mich wirklich weitergebracht, das hat die Arbeit weitergebracht, mein Projekt weitergebracht, mich weitergebracht. Oder denke ich, oh mein Gott, die Zeit hätte ich wirklich besser nutzen können. Warum ist das ein wichtiges Thema? Weil es einfach Menschen gibt, die sind, ich nenne sie Energievampire, und die rauben uns einfach Zeit. Das ist eins meiner in der Tat Lieblingsthemen, weil ich das hasse. Ich hasse das, wenn ich feststelle, dass Menschen in meinem Umfeld mir Energie rauben. Sei es, dass sie einen immens hohen Redeanteil haben, reden 80% der Zeit in einem Dialog mit mir, dann habe ich keine Lust, mit den Menschen Zeit zu verbringen. Wenn sie meine Energie rauben, ich gebe gerne Unterstützung, ich gebe gerne Rat und Hilfestellung, das ist mein Job, das liebe ich, aber wenn es in einer komischen Art gemacht wird, die mir nicht gut tut, die mir nicht gefällt, dann mag ich das überhaupt nicht. Und es gibt ein Zitat, das werden einige kennen, von John Roon, dem amerikanischen Autor, und der sagt, wir sind der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Wir sind der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und das heißt, dass die Art und Weise, wie Menschen in unserem engen Umfeld sich verhalten, färbt in irgendeiner Weise auf uns ab. Und deswegen glaube ich, dass es sich auch so sehr lohnt, sich darüber Gedanken zu machen, wer gibt mir Energie und wer nimmt mir Energie. Ich werde am Schluss noch einen Link bekannt geben. Da gibt es 2 Dokumente und 2 Videos, die ihr euch kostenlos da anschauen oder auch runterladen könnt, zu genau diesem Thema. Unter dem ersten empfehle ich, sich mal anzuschauen, wer sind die 5 Menschen, mit denen ihr am meisten Zeit verbringt, und mal Plus, Minus zu vergeben. Von Doppel-Plus bis Doppel-Minus. Und hoffentlich gibt es da viele Plus und hoffentlich gibt es wenig Minus. Und was könnt ihr machen, wenn ihr Plus-Leute habt? Klar, das genießen, die Zeit intensivieren. Und wenn es Menschen gibt, denen ihr ein Minus gebt oder selbst null neutral, wollt ihr mit neutralen Menschen Zeit verbringen? Vielleicht ja, vielleicht muss das sein, vielleicht gehört es zum Job dazu. Nur die Frage ist, wollt ihr das so weitermachen? Und dann gibt es den Spruch, den kennt ihr, change it, love it or leave it. Also change it, verändere etwas, auch dazu werde ich was sagen. Love it, arrangiere dich damit, dass die Menschen so sind, weil du sie brauchst, weil du sie vielleicht auch willst, weil sie wichtig sind für dich, weil sie dir vielleicht doch irgendwo wichtig sind. Oder leave it, verlass diese Menschen, oder wenn verlassen nicht geht, reduziere sie, eliminiere die Zeit mit diesen Menschen. Das sind die 3 Wege, die sinnvoll sind. Viele Menschen gehen den 4. Weg. Und der ist nicht so bekannt, der wird aber von ganz vielen Menschen praktiziert. Der 4. Weg heißt hate it. Hasse es. Sei genervt. Ja? Wenn du von diesem Menschen nach Hause kommst, fluch, beschimpf andere oder verbreite negative Energie, wenn du mit diesen Menschen Zeit verbracht hast. Lästere über die, sag, was sie alles Doofes wieder gemacht haben. Und ihr hört schon, das ist ja keine gute Energie. Dann färben wir ab von diesem anderen Menschen, weil wir jetzt über den lästern, genervt sind oder schlecht reden über diese Person. Dann hat diese Person uns nicht gut getan. Und ich finde das nicht unbedingt leicht, ich finde es aber notwendig. Ein Beispiel von mir: Im Studium hatte ich einen sehr, sehr guten Freund, der war einer meiner besten Freunde, von meinen 4, 5 besten Kumpels. Und wir haben ganz viel zusammen gemacht, waren auch zusammen im Urlaub, haben zusammen gefeiert. Und nach dem Studium, eine Weile danach, habe ich festgestellt, ich möchte so nicht weiter die Zeit verbringen. Also wir haben damals zum Beispiel viel Party gemacht, natürlich, das macht man im Studium, und der hat damit nicht aufgehört. Ich wollte das aber weniger machen und habe dann aufgrund dessen die Konsequenzen gezogen, habe gesagt, ja, ich verabrede mich mit dir nicht mehr.
Ja. Und ich wollte ihn aber auch nicht verändern. Auch darüber habe ich ein Gespräch geführt. Aber er wollte partout nicht. Und entsprechend verbringe ich die Zeit jetzt mit anderen. Was wichtig ist, finde ich, ist in einer bestimmten Art und Weise dafür, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt sagst du vielleicht, ja gut, aber ich habe ja zum Beispiel einen Chef, ja, da kann ich ja nicht ahnen, wenn ich in dem Unternehmen bin, dass der dann mein Chef wird. Oder ich habe Verwandte, Familie, ja, die habe ich mir ja nicht ausgesucht, da bin ich ja hineingeboren worden. In der Tat, hineingeboren, aber wer trifft die Entscheidung, zu einem bestimmten Familienfest hinzugehen und dann auf dem Fest die Entscheidung, mit bestimmten Menschen Zeit zu verbringen? Ja, das seid ihr, das bist du und nicht die anderen. Gut, wenn sie auf dich zukommen, kannst auch du ja sagen, ich möchte mich mit jemand anders unterhalten. Also wir entscheiden das selbst. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich eine Zeit hatte, nicht so sehr in der Jugend, aber Anfang meiner 20er Jahre habe ich zum Beispiel in der späten Pubertät wahrscheinlich mit meinen Eltern bin ich immer wieder nicht klargekommen. Und ich bin auch Abstand gegangen. Vielleicht auch nicht so unnormal, aber das ist der Weg, den ich gesucht habe. Nämlich, den ich genommen habe, nämlich weg von meinen Eltern. Habe aber irgendwann auch gelernt für mich, sie sind meine Eltern, sie haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ja, habe ein bisschen was selbst hinzugefügt durch meine Ausbildung etc. und mich weiterentwickelt. Aber ganz viel in mir habe ich von meinen Eltern. Und ich glaube, dass wir uns selbst schaden, wenn wir unsere Eltern nicht auch lieben können. Und ich liebe meine Eltern mit ihrer Schrulligkeit, die jeder hat. Ja, ich habe auch meine Schrulligkeit. Und ich glaube, dass das uns hilft, auch ein zufriedenes Leben zu führen, wenn wir auch unsere Eltern lieben können, auch wenn sie manche Macken haben, die uns nicht gefallen. Deshalb Verantwortung übernehmen für das, was ihr habt, was ihr wählt jeden Tag und dann eben auch entscheiden können, wollt ihr das oder wollt ihr es anders? Und ein ganz konkretes Beispiel, ich habe zwei Beispiele mitgebracht, die in die Zeit auch reinpassen. Was könnt ihr tun, wenn ihr in eurem Umfeld Menschen habt, die euch Energie kosten, die echt heftig sind und die auch schwierig zu wuppen sind? Und das erste Beispiel ist euer Chef. Wenn ihr einen Chef habt, der, was der auch immer tut, die eigenen Ideen, eure Ideen als die eigenen verkaufen, schlechte Stimmung machen im Team. Ich hatte meine Chefin, die hat schlecht über meine Kollegin geredet. Bei meiner Kollegin hat sie schlecht über mich geredet. Und das war für mich wirklich schwierig damals. Ich habe keine Coachings genommen, ich habe an keinen Seminaren teilgenommen, sowas, was wir heute machen. Das gab es damals nicht in den 90er Jahren. Und ich habe einfach so rumgewurschtelt, wie das eben so ging. Habe mich nicht irgendwie schlau gemacht, wie ich das hätte machen können. Und heute habe ich einen Weg mitgebracht oder einen ganz konkreten Tipp. Was könnt ihr machen, um mit einem Chef, der was auch immer der tut, was euch nicht gefällt, umzugehen? Ich glaube, wir können unsere Chefs nicht ändern. Grundsätzlich nicht im Charakter, wir können aber hier und da Einfluss nehmen. Und dafür habe ich ein Arbeitsblatt, das grundsätzlich gutes Auftreten beim Chef hartnäckig und mit der Lizenz auch was einzufordern. Und wenn ihr einen Chef habt, wo ihr was verändern wollt, ist das Wichtigste die Vorbereitung vor so einem Gespräch rauszufinden, wie tickt er, ist er überhaupt ansprechbar oder hat er vielleicht so schlechte Laune, dass das heute gar nicht geht. Was ist mein Ziel? Was möchte ich, was nach diesem Gespräch anders ist? Und schließlich, was ist der Nutzen für meinen Chef, das zu tun? Denn die Basis dafür, dass euer Chef irgendwas anders macht, ist, dass es für ihn dann selbst einen Nutzen bringt. Es muss für euren Chef einen Nutzen bringen, sich anders zu verhalten. Sei es bessere Ergebnisse, Zeit sparen oder. Bereitet das vor. Und wenn ihr reingeht ins Gespräch, dann seid stark, steht aufrecht da mit einer bewusst starken Körperhaltung, mit einem guten Blickkontakt und direkt zur Sache. Lieber Chef, ich möchte ein wichtiges Thema besprechen. Es geht um das und das. Zahlen, Daten, Fakten direkt zum Punkt. Nicht lange rumfackeln, nicht lange rumlabern, sondern direkt zum Punkt kommen. Und dann ist ganz entscheidend, um den Chef zu überzeugen, davon etwas Bestimmtes zu tun oder bleiben zu lassen, ist die positiven Konsequenzen aufzuzeigen. Was kann sich verbessern? Was kann besser auch für euren Chef, wenn sich etwas Bestimmtes verändert? Oder aber welcher Schmerz wird reduziert? Welcher Preis wird reduziert? Welche Kosten werden reduziert, wenn etwas sich verändert? Das sind die beiden Motivatoren. Freude erzielen oder Schmerz vermeiden. Sprecht ganz konkret darüber. Und wenn euer Chef sagt,
Ach, ich weiß auch nicht so richtig. Dann ist der Universalschlüssel bei Menschen, die nicht richtig zuhören und nicht das nachvollziehen können, ist die Perspektivwechselfrage. Und die geht so: Lieber Chef, was würdest du denn tun, wenn das und das mit dir passieren würde? Und das wären die negativen Auswirkungen. Diese Perspektivwechselfrage ruhig mehrmals stellen, bis der andere das nachvollziehen kann. Und wenn er auf einen Nebenkriegsschauplatz ausweicht, trotzdem nochmal stellen. In dem Download-Bereich, den ich nachher angebe, gibt es ein Video genau zu dem Thema, den eigenen Chef kritisieren, in die Diskussion mit dem Chef gehen. Was könnt ihr tun, um trotzdem positiv zu wirken, obwohl ihr einen Kritikpunkt vor euren Chef habt? Und das zweite Beispiel ist, wie könnt ihr einen Kollegen kritisieren? Das kann ein Kollege sein, das kann auch ein Freund sein, Freundin, kann auch Partner sein, was auch immer. Wie könnt ihr, wenn ihr auf derselben Ebene seid, wie könnt ihr ins Gespräch gehen? Und auch da ist das Entscheidende, direkt zum Punkt kommen, Zahlen, Daten, Fakten, mit Beispielen arbeiten. Was habe ich noch? Die Wirkung. Was ist die negative Wirkung des momentanen Zustandes? Beispiel beim Kollegen. Was würdest du denn machen, lieber Kollege? Auch da wieder die Perspektivwechselfrage. Wie würde es dir denn gefallen, lieber Kollege, wenn du von mir Informationen brauchst und immer wieder mehrmals nachfragen musst, bis du diese Informationen bekommst? Ja, und wenn der Kollege auf einen Nebenkriegsschauplatz ausweicht, zurückholen, nicht mitgehen, die Perspektivwechselfrage einmal wiederholen, zweimal wiederholen, dann glaube ich, bekommt ihr 99% aller Fälle das Verständnis auf der anderen Seite und dann auch eine konkrete Vereinbarung. Auch das, kurzer Zeitcheck, auch das passiert manchmal nicht, dass ein klares Wer macht was bis wann definiert wird. Immer wieder in meinen Seminaren mit Führungskräften und auch mit Mitarbeitern frage ich, ja, gab es am Ende des Meetings eine Vereinbarung? Wer macht was bis wann? Und da sagen die so, nee, irgendwie nicht so, nicht so richtig. Dann sage ich, ja klar, wenn es kein Wer macht was bis wann gibt, ist es kein vollständiges Gespräch. Und selbst wenn es das gibt, sagen trotzdem viele, ja, wir haben ein Gespräch geführt, aber es hat sich trotzdem nichts verändert. Und ein ganz einfacher Mechanismus, der aber eine ganz starke Wirkung hat, ist, dass ihr am Ende des Gespräches, wenn wer macht was bis wann definiert wurde und ihr zufrieden seid mit dem Ergebnis, ist, einen Folgetermin zu vereinbaren. Folgetermin heißt, 4 Wochen später, vielleicht auch 2 Monate später, was am meisten Sinn macht, vielleicht auch 2 Wochen später oder 10 Tage, je nachdem, was Sinn macht. Folgetermin mit Datum, Uhrzeit und Ort im Kalender eingetragen. Jetzt ist ganz klar, dass zum Beispiel in einem Monat am 15. August um 15 Uhr nochmal ein Gespräch geführt wird, um das Thema nochmal zu besprechen und zu schauen, wie sind denn die letzten 4 Wochen gelaufen. Und diese Folgetermine ruhig auch zweimal, ruhig auch dreimal einen Folgetermin machen, um immer wieder nachzuschauen, hat es jetzt schon gewirkt oder nicht. Denn wenn toxische, wenn Energieräuber-Personen um euch herum euch Zeit klauen, dann senkt das eure Lebensqualität, eure Ergebnisse und eure Lebenszufriedenheit. Und das ist mein Rat an euch. Packt das an, geht in die Gespräche, geht in die Konflikte, um so Dinge anders zu gestalten. Denn ihr seid verantwortlich. Wir sind nie Opfer. Du hast Entscheidungen getroffen, die dich dahin gebracht haben, wo du heute stehst. Dann trifft doch zukünftig andere Entscheidungen, um selbst zu gestalten und ein Umfeld zu haben, was voll ist von Menschen, die dir Kraft geben, Energie und mit denen es Spaß macht, die Zeit zu verbringen. Jetzt geht es weiter mit Dr. Karl Norton. Er ist ausgebildeter Schauspieler. Seit 20 Jahren forscht er zum Thema Innovation, Motivation und Transformation. Ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt mit Dr. Karl Norton. Vielen Dank, Markus. Ja, in der Tat, das ist eine sehr kuriose Mischung, glaube ich, also Schauspielern und Forschen. Lass mich das ganz kurz noch aufklären, wie das zusammenkommt. Ich habe tatsächlich in der Uni in Köln viele Jahre geforscht und gelehrt im Bereich pädagogische Psychologie. Das heißt, wir haben Lehrer ausgebildet, Organisationspsychologen, Menschen, die heute in Personalabteilungen sitzen. Aber eines Tages sagte meine Mutter zu mir: Junge, lerne auch was Vernünftiges. Werd Schauspieler. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe eine Schauspielausbildung in England und den USA gemacht. Ich bin zurückgekommen nach Deutschland. Ich habe mit Harald Schmidt Sketche gespielt.
Ich war in diversen Vorabendserien zu Gast. Und bevor ihr das gleich googelt, manche machen es wahrscheinlich schon direkt, gebe ich es lieber vorneweg offen zu. Ja, ich habe auch im Maggi-Koch-Studio mitgespielt. Jetzt ist raus. Ich war jung, ich brauchte das Geld. Heute, man sieht, bin ich älter und meine Tochter will mein Geld. Und was mir geblieben ist, ist natürlich die Freude an der Kommunikation. Aber so kommt da beides zusammen. Und damit ganz offiziell jetzt herzlich willkommen zu Zukunftsmut. Erfolgreich im Umgang mit Neuem und Veränderung. Das werden dann ein paar Minuten, die auch in der heutigen Zeit so ein bisschen Farbe in unsere grauen Zellen bringen sollen. Ein bisschen was zum Staunen, vielleicht auch noch ein bisschen was zum Schmunzeln und Lachen, aber eben auch einiges zum nachdenklich und zukunftsmutig machen. Denn ich gehöre heute zu einem größeren Team von Wirtschaftspsychologen und wir stellen uns in unserer Arbeit jeden Tag den großen Fragen, die eigentlich für uns alle wichtig sind. Wie kommt eigentlich diese Welt in unseren Kopf? Was macht die da? Und wie um alles in der Welt werden wir eigentlich den Teil wieder los, den wir nicht mehr haben wollen? Also verstehen, verarbeiten, aber eben auch verändern von Inhalten im Kopf, im eigenen und bei anderen. Und für heute Abend gibt es drei Fragen. Erstens, was brauchen wir, um auch in turbulenten Zeiten handlungsfähig in die Zukunft zu schauen? Wie können wir zweitens anderen in solchen Momenten den Mut geben, auf ein mögliches Morgen zu fokussieren? Und schließlich die Frage aller Fragen, die kommt nicht direkt von uns, die ist abgeleitet von diesem Zitat von de La Rochefoucauld. Denn die Frage dahinter ist ja, woran erkennt man eigentlich einen beklagenswerten Verstand? Und als Antwort eine ganz kurze Anekdote. Vor einiger Zeit fuhr ich mit meinem Vater von seiner Einbürgerungsfeier zurück. Der war 80 Jahre lang Engländer und lebt aber seit 50 Jahren in Deutschland. So, jetzt gab es ja im letzten Jahr diese kleine politische Unsicherheit und deswegen wollte der auch Deutscher werden, damit er auch weiterhin seine Rente kriegt. So, und kurz vor dem Ende der Stadt, als wir da so rausfuhren, da hielt uns ein Polizist an. Und er ging natürlich auf die linke Seite, deutete meinem Vater das Fenster herunterzulassen und sagte, guten Abend, Verkehrskontrolle, haben Sie etwas getrunken? Und mein Vater sagte, oh, selbstverständlich. Oh, sagte der Polizist, wie viel? Oh, so zwei Bier, ein Martini zum Start und ein Grappa als ein Absacker. Und der Polizist reagierte, aha. Sie sind sich bewusst, dass Sie laut Paragraf 316 Strafgesetzbuch mit so viel Alkohol gar nicht am Steuer sitzen dürfen? Woraufhin mein Vater sagte, und Sie sind sich bewusst, dass dies hier ist eine englische Fahrzeug und der Lenkrad befindet sich auf der anderen Seite. Ja, da sieht man also, Menschen neigen erstaunlich wenig zur Nutzung des Verstandes, wenn man sie eben lässt. Aber was es nutzt, wenn man, wie Immanuel Kant das mal formulierte, den Mut hat, sich seines Verstandes zu bedienen, das zeigt ein bisschen ernster unsere Forschung. Bis 2019 haben wir Studien mit Tausenden von Menschen in und außerhalb von Unternehmen und natürlich in und außerhalb von Autos gemacht. Und das Ergebnis und die erste wichtige Aussage zum Zukunftsmut, eines vereint all diejenigen, die den Mut haben, sich in turbulenten Zeiten ihres Verstandes zu bedienen. Es ist ihr psychologisches Kapital. In das zu investieren bringt mehr mentale Gesundheit, gesteigertes Innovationsverhalten und auch mehr Veränderungsbereitschaft, aber auch mehr soziale Stärke für mich und Kompetenz. Und dieses psychologische Kapital ist quasi die Basis unseres Zukunftsmutes. Und das besteht aus vier klaren Dimensionen. Erstens der Zuversicht. Das ist unsere Überzeugung, dass es ganz viele Wege zum Ziel gibt und dass wir die auch finden werden. Zweitens der Widerstandskraft. Das ist die Fähigkeit, weiterzumachen, wenn wir aus Versehen mal auf dem Holzweg waren. Drittens braucht es dann noch Selbstwirksamkeit. Zukunftsmut entsteht, wenn wir glauben, dass wir die richtigen Skills haben. Und schließlich dem realistischen Optimismus. Das ist so unsere Überzeugung, dass wir die Quelle unseres Erfolges sind und eben nicht die Umstände oder irgendein Zufall. So, jetzt ist die nächste Frage natürlich, wie steigert man diese vier Dimensionen? Bei sich und auch bei anderen. Und für heute nehmen wir mal zwei raus. Erstens die Zuversicht.
In der Psychologie ist das, Menschen sind davon überzeugt, dass es mehrere Wege zum Ziel gibt und dass sie die auch finden. Und das ist aber alles andere als selbstverständlich. Warum? Weil wir alle sehr gerne genau das Gegenteil machen. Wie der Polizist, ein Problem, eine Lösung. Und je vertrauter die Lösung, umso schneller stellen wir das Denken in Alternativen ein. Ich habe ein kurzes Beispiel. Ihr lest hier ganz einfach, Ice Cream is great. Das geht super schnell. Sprache wird im Kopf schon vor dem Erwachsenenalter automatisch verarbeitet. Und wir alle haben so ein Hirn, das die schnelle, vertraute Lösung hier bevorzugt. Und schon haben wir uns unser Muster zusammengezimmert. Aber jetzt wäre das ja nicht Teil dieses Kurzvortrages, wenn ich nicht noch eine Überraschung hätte. Da steht nämlich nicht mal annähernd Ice Cream is great, sondern Ik vind gepfram is zu fratt. Das ist libanesisch und heißt, bitte kaufe meine Schwiegermutter. Ja, also ich, vor kurzem sprach mich jemand an, als wir das noch live gemacht haben, kam der so, hör ja, Norden, ich kann libanesisch, da waren Grammatikfehler drin. So, dabei ist das aber weit verbreitet. Wir kriegen ganz oft nur die Hälfte mit. Wir reimen uns den Rest irgendwie zusammen und verkünden das Ergebnis als unumstößliche Wahrheit. Was kann man tun? Ich habe mal eine Lösung aus unserer Forschung am Curiosity Council des Unternehmens Merck. Und da haben wir ein Tool entwickelt, das ist das Never-Ever-Tool. Das sind drei einfache Fragen, die das Denken in Alternativen quasi erzwingen. Die erste ist, was habe ich eigentlich immer schon so gemacht, um so ein Problem, so eine Herausforderung zu lösen? So die Faulheitsfrage. Und dann kreiert hier mal die spiegelverkehrte Frage, was würdet ihr never ever tun, niemals, um dieses Problem zu lösen? Und abschließend fragt ihr euch, was wäre an dieser zweiten Antwort doch richtig? Beispiel, wenn Menschen in Unternehmen so eine Technik nutzen, dann kann das zum Beispiel ganz fiese Erfolge mit sich bringen. Zuerst mal das, was nicht passieren sollte, das hat das Unternehmen Pepsi 1992 für uns alle vorgemacht. Da brachten die nämlich Crystal Pepsi auf den Markt. Weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine farblose Cola gewesen. Die meinten das auch ernst. Aber die Kunden nahmen das nicht ernst. Und Pepsi hatte ein Problem. Die brauchten was Neues, hatten aber nichts. Und da schlug so ein zukunftsmutiger Geist vor, das ist also belegt, der sagte, lass uns Wasser verkaufen. Und die Leute bei Pepsi reagierten alle gleich, das würden wir nie machen, never ever. Das ist das Gegenteil von dem, was wir tun. Wir machen kein Wasser ohne Geschmack, sondern mit. Und da kann uns keiner das Wasser reichen. So sieht das aus. Und dann haben sie es doch probiert. Sie haben das genaue Gegenteil von dem gemacht, was sie üblicherweise tun. Heute heißt das Ding Aquafina und ist über viele Jahre die Nummer eins unter den Flaschenwassern in den USA gewesen, made by Pepsi. Dementsprechend wurde eine zweite Runde kolportiert. Was würden die noch never ever machen? Ein Getränk, das mehr Koffein hat als eine Pepsi, also zum Beispiel Kaffee. Niemals. Das zerstört unser Geschäftsmodell. Was passierte? Das hier. Das kennt ihr alle, nicht? Es hat uns allen schon mal die Figur versaut. Das ist natürlich Frappuccino, klar, hergestellt von Starbucks, aber in 50-50 Kooperation mit Pepsi. Die haben das nämlich mitentwickelt. Das Prinzip funktioniert. Never ever denken. Das ist Denken in Alternativen für das Finden neuer Wege zum Ziel. Und weil es so schön ist, nehmen wir noch kurz eine zweite Dimension dazu, die das extrem stützt. Und das ist die Selbstwirksamkeit. Das ist ja der Glaube daran, dass wir die richtigen Skills haben oder auf die zugreifen können. Und da ist die Frage natürlich, wo bekommen wir diesen Glauben an uns selbst in einer solchen Zeit her? Und ganz einfach gesagt, ganz besonders wichtig in der heutigen Zeit, voneinander, sozusagen durch Distant Socializing. Und die Technik dazu hat der Psychologenkollege Dov Eden bereits 1990 in einer einzigen Frage komprimiert. Und die lautet, wie oft habe ich den anderen eigentlich gesagt, dass ich fest davon überzeugt bin, dass sie oder er die notwendigen Skills besitzt, um erfolgreich im Neuen zu sein? Und wenn eure stille Antwort darauf gerade ist, nie, dann seid ihr echt auf eine rhetorische Goldmine gestoßen. Wir nennen das die verbale Persuasion. Ist ein dickes Wort für das Ermächtigen mit Worten und das wirkt nachweislich. Der Dov Eden zeigte, wenn Teamleiter zum Beispiel positive Erwartungen über die Leistungsfähigkeit ihrer Teammitglieder haben und das dem Team auch unaufgefordert erzählen, dann steigt die Leistung dieser Teammitglieder messbar an.
Und falls euch das jetzt ein bisschen trocken ist oder ihr eher Kollegen als Mitarbeiter habt, dann könnt ihr euch das hier zusagen. Das ist eine Alternative. Das sind so Sticker und das sind die sind Teil unseres Future Courage Kits. Und da wählt ihr einen aus und dann schreibt ihr auf diese gepunkteten Linien, welche Fähigkeit genau ihr am anderen so super findet, wo ihr die Selbstwirksamkeit wirklich stärken wollt. Und dann ganz wichtig, lasst ihr das der Person mal anonym zukommen. Warum? Wir können zeigen, das wirkt dann noch stärker. Das nennt sich in der Fachsprache positive Verstärkung und ist extrem erfolgreich getestet worden an Ratten und an Tauben. Ja, aber Entschuldigung, wer lacht denn da? Aber also wir nennen das im Alltag eher Valentinstag, wenn man das mit Menschen macht. Wenn man nicht weiß, woher eine positive Rückmeldung oder ein Geschenk kommt, dann steigert das den Wert dieses Erlebnisses messbar. Und das ist echt zentral. Und wie ein Turbo auf diese Selbstwirksamkeit wird die dritte Dimension, das ist der realistische Optimismus. Ganz wichtig, das ist nicht so eine gute Laune-Attacke, so Augen zu und durch, wir schaffen das. Diese Art von Optimismus, die bringt wirklich nur Ärger. Und einige Beispiele fand man ja in der letzten Zeit gehäuft vor Baumärkten, das ist genau das. Das versaut uns nachweislich eigentlich mehr den Optimismus, als dass es hilft. Kollegen von der Uni in Chicago aber, die fragten mal Personen, für wie attraktiv halten sie sich? So auf einer Skala von 1 bis 10. Und dann baten die ganz viele andere Menschen, die Attraktivität dieser einen Person auch zu beurteilen. Und dann teilten die Forscher der ursprünglichen Person diese externen Beurteilungsergebnisse mit. So, wenn die Person jetzt mitbekam, dass die anderen sie für sehr viel attraktiver hielten, als sie selbst sich einschätzte, dann veränderte die Person ihre Selbsteinschätzung auch ganz flink genau in diese Richtung. Sieht wahrscheinlich besser aus, als ich dachte. Und wenn diese Person aber hörte, dass die anderen urteilen, dass die weniger attraktiv war, als sie selbst es glaubte, dann bewegten die sich eben viel weniger in diese neue Richtung, weil die sagten so Sachen wie, ja nu, das ist total subjektiv, aber meine Mutter findet mich attraktiv. So, dementsprechend richtet sich wahrlicher Optimismus immer auf die eigenen Erfolge und die Frage, wie kamen die zustande? Und Kenneth Green und seine Kollegen, die zeigten 2004 CEOs, Geschäftsführer, Führungskräfte, Angestellte, die mehr von diesem realistischen Optimismus haben. Die lassen die anderen leistungsmäßig nachweislich hinter sich. Die optimistischen Mitarbeiter der MetLife, das ist eine riesige amerikanische Versicherung, 90 Millionen Kunden, die verkauften 21% mehr Lebensversicherungen als die weniger optimistischen Kolleginnen und Kollegen. Und daran sieht man, es ist wirklich zentral, den Zukunftsmut in all seinen Dimensionen bei sich und anderen zu stärken, gerade in turbulenten Zeiten, die viel Veränderung erzeugen und auch verlangen. Denn bei ganz vielen Menschen und Unternehmen sieht es eigentlich eher so aus, wie dieser Film es sehr elegant zusammenfasst. Ja, das ist also no future courage, kein Zukunftsmut weit und breit. Fassen wir mal zusammen. Menschen mit mehr Zukunftsmut haben nachweislich mehr mentale Gesundheit, mehr Innovationsverhalten, Veränderungsbereitschaft, aber auch mehr soziale Stärke und Kompetenz, um aus Situationen rauszukommen. Zweitens, dieser Zukunftsmut, den können wir steigern, indem wir in diese vier Dimensionen investieren, in die Zuversicht, die Widerstandskraft, die Selbstwirksamkeit und den realistischen Optimismus. Das ist eine Investition, die sich langfristig auszahlt. Vielen Dank. Und nach diesem kurzen Impuls habe ich die Ehre, an den Dritten im Bunde weiterzugeben. Ja, ich habe also die Freude und die Ehre, an einen Kollegen zu übergeben. Er ist Arbeitspsychologe, Autor und Coach und er ist in über 75 verschiedenen Branchen mit 160 Kunden unterwegs und er hat über 8000 Stunden Erfahrung im Coaching. Hier ist Markus Dobler. Hallo, guten Abend. Wie gesagt, der Karl hat es schon angedeutet. Ich bin Markus Dobler, komme ursprünglich aus der Schweiz, bin jetzt Deutscher mit Migrationshintergrund und ja, halte heute das Thema über
Gelassenheit. Ich bin tatsächlich ursprünglich mal Landwirt gewesen und jetzt bin ich Arbeitspsychologe, Buchautor, Coach und Inhaber von Dr. Dobler Optimierung. Und ja, Karl hat völlig recht, wir sind tatsächlich in 75 verschiedenen Branchen unterwegs mit über 160 verschiedenen Kunden und es kommt immer wieder ein Thema hoch. Immer wieder, bitte helfen Sie mir, ich möchte gerne gelassener werden. Ja, ich war selber mal Opfer. Ich habe das Aufregen ja mal erfunden. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, wenn sich so viele aufregen, genau wie ich, und einige so eine ganz kurze Zündschnur und sehr explosives Temperament haben, dann könnte man was vielleicht dagegen tun. Und was das ist und wie ich es geschafft habe, etwas gelassener zu werden, das möchte ich Ihnen heute in den nächsten 9 Minuten kurz rüberbringen. Ja, vielleicht sind es auch 10. Es geht darum, die Frage zu stellen, was ist eigentlich Gelassenheit, beziehungsweise was ist das Gegenteil von gelassen? Ich habe da was vorbereitet, habe ich selbst gemalt hier. Gelassen sein heißt, wirklich weniger aufregen, denn zufolge ist das Gegenteil von Gelassenheit auch aufregen. Und was regt uns denn die ganze Zeit so auf? Wieso sind Menschen ja nicht in der Lage, mal entspannt zu bleiben? Wieso regen wir uns ständig auf? Und das hat einen ganz einfachen Grund, das sind innere Konflikte. Ja, Konflikte, die in uns selber. Das heißt, irgendetwas stimmt nicht mit dem überein, was wir gerne erwartet hätten. Und dann treffen wir auf etwas, was nicht so ganz unseren Erwartungen entspricht. Und schwuppdiwupp regen wir uns auf. Und das bedeutet, innere Konflikte gleich aufregen. Na, irgendwie ist das schon ein bisschen blöd. Ne? Der Karl vorhin so mit so, wow, so Bildanimation und jetzt komme ich hier mit Flipchart. Aber nun ist es halt, wie es ist, wir müssen damit durch. So, und jetzt ist die große Frage, was können wir denn tun, damit wir uns nicht mehr so aufregen? Beziehungsweise, wenn wir die inneren Konflikte reduzieren würden, dann würden wir automatisch auch gelassener werden. Und die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Und da gibt es eine Antwort drauf. Das heißt, gelassener werden, innere Konflikte reduzieren. Und das schaffen wir nur, meine Damen und Herren, wenn wir anfangen zu lassen. Sein lassen, loslassen, weglassen. Ja, was denn jetzt? Sein lassen könnten wir zum Beispiel die Kämpfe. Kennen Sie das? Sie fangen an zu diskutieren. Ja? Karl hat vorhin von Überzeugten gesprochen und ich hatte das in der Corona-Krise total oft. Da bin ich auf die eine Lage gekommen, die gesagt haben, ja, das ist Staatsverschwörung. Die anderen, nein, die Regierung, die meint es gut mit uns. Dann die anderen wiederum, Corona, Covid-19 ist die schlimmste Krankheit seit der Pest, ist noch schlimmer als Ebola. Und jedes Mal, wenn ich Frage gestellt habe oder irgendwie, bin ich total zusammengenießt worden, egal von welchem Lager. Und da habe ich festgestellt, naja, die Überzeugten braucht man nicht zu überzeugen. Das ist Quatsch, die sind ja schon überzeugt. Die können sie auch nicht überzeugen. Kann man nicht. Loslassen. Loslassen heißt Groll loslassen zum Beispiel. Mandela hat mal gesagt, Groll haben ist wie Gift trinken und glauben, dass es seine Feinde vergiftet. Naja. Und wie lasse ich jetzt Groll los? Überhaupt loslassen? Loslassen ist, das ist super schwer. Nein. Loslassen ist ganz einfach. Es ist nur nicht leicht. Wissen Sie, wie man einen Affen fängt in Indonesien oder überhaupt weltweit? Man macht eine kleine Kiste, bohrt so ein kleines Loch durch, wo der Affe sein Händchen durchbringen kann und unten ist dann eine Banane oder eine Orange oder ein Stück Salz und dann greift der Affe die Orange und wird dann gefangen. Und warum wird er gefangen? Weil er nicht loslässt. Also ist doch die erste Frage, wollen Sie der Affe sein? Wenn nein, fangen Sie an, gleichzeitig loszulassen. Dann gibt es etwas ganz Schwieriges, nämlich das Weglassen. Und insgesamt ist es sehr schwierig, weil Seinlassen, Loslassen, Weglassen, jetzt kommt das eigentliche Gift dieser Erde. Das ist Bewertung. Der Grund, warum wir ständig interne Konflikte haben, überhaupt Konflikte in der Welt, ist, weil wir ständig irgendwas bewerten. Alles wird bewertet. Das Wetter wird bewertet. Es ist heute schön. Nee, heute war Scheißwetter, weil es hat geregnet. Aber für mich war es ein Scheißwetter. Vielleicht war es für jemand anders ein gutes Wetter. Zum Beispiel der Landwirt, der hat sich gefreut. Mein Vortrag wird hier auch bewertet. Die ganze Veranstaltung wird bewertet. Wie sieht denn der aus? Meine Kleidung wird bewertet. Die Kameratechnik wird bewertet.
Wir bewerten von vorne bis hinten, bis wir ins Bett gehen, bewerten wir permanent Dinge. Und naja, dadurch entsteht auch permanent Druck. Wir sind permanent unzufrieden, müssen ständig sagen, ich ist gut, ich ist schlecht, ich bin gut. Und bewerten ist so eine Sache. Ich habe hier so ein Kärtchen, ich weiß nicht, ich habe das, ich habe hier ein Kärtchen, das hat eine Zahl hier so. Und da steht jetzt 9669 drauf. Kann man das sehen hier? Ja, so. Und jetzt sind wir alle überzeugt, 9669, das ist völlig klar, das ist völlig okay. Und das ist die Wahrheit. Aber das ist nicht die Wahrheit, denn wenn ich das Kärtchen umdrehe, haben wir plötzlich das Gegenteil. Ein und dieselben Zahlen, plötzlich ist es das Gegenteil. Und das zeigt, meine Damen und Herren, ich habe das hier nochmal aufgemacht. So. Das bedeutet, es gibt kein richtig oder falsch, es ist immer nur die Frage der Perspektive. Es gibt doch keine guten oder schlechten Führungskräfte, es gibt nur erfolgreiche Führungskräfte. Und wenn man sich löst von gut und schlecht, dann sehen wir auch schon mal einen Schritt weg von dem Thema Bewertung. Wenn Sie das mal üben wollen, für den Fall der Fälle, dass Sie im Urlaub mal nichts zu tun haben und sich tatsächlich mit sich selbst beschäftigen wollen, Gott bewahre, dann können Sie mal versuchen, eine Blume zu beschreiben. Und dann werden Sie feststellen, es gelingt Ihnen die Blume, wenn Sie nicht ständig sagen, ey, die Blume ist hässlich, die ist zu klein und so, sondern wenn Sie die Blume mal versuchen, neutral zu beschreiben und Ihnen das gelingt, dann haben Sie die gute Chance, dass Ihnen das auch bei Menschen gelingt. Wenn wir aufhören zu bewerten, sind wir einen riesen Schritt weiter. Dann sind wir im Schritt der Akzeptanz. Weg von der Toleranz. Toleranz ist im Grunde genommen Arroganz. Aber hin zu einer Akzeptanz. Und Akzeptanz, meine Damen und Herren, heißt nicht, etwas gut zu finden. Akzeptanz heißt nur erstmal hinzunehmen, wie es ist, ohne es zu bewerten. Ist große Kunst, aber klappt. Und jetzt würde ich Ihnen gerne 5 Sätze näher bringen, die mir ganz toll geholfen haben oder auch viele meiner Kunden, tatsächlich gelassener zu werden. Und vielleicht können Sie was damit anfangen, aber wenn nicht, naja. Dann haben Sie eben anderswo Zeit verbracht. Und das erste Thema ist, es wird schon seine Gründe haben. Kleine Story dazu. Ich war mal in Leipzig, komme zur Zeit aus Leipzig. Sie finden hier, sind wir gerade in Leipzig. Und da gibt es so ein Café und da stand ich mal draußen, ich saß draußen und habe ein Buch gelesen. Ja? Und irgendwann höre ich so klack, 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 klack. Und da denke ich so, oh, hört sich nach Stöckelschuhe an, so High Heels. Und gucke so im Augenwinkel so und denke so, was ist das denn? Haare. Oh, ein Mann im Frauenkostüm mit Frauenschuhen. Und vor 15 Jahren hätte ich die ganze Zeit gedacht, oh Gott, warum trägt dieser Mann Frauenkleidung? Ich verstehe das nicht. Warum macht man das? Oder wie diese kleinen scheiß Gnome da bei Ronja Räubertochter, die haben mir gesagt, wieso macht das denn bloß? Wieso denn bloß? Und genau so ging es den anderen Leuten. Die haben die ganze Zeit gefragt, oh Gott, die haben sich das Maul zerrissen. Und ich habe mich einfach an meinen Satz erinnert und habe gedacht so, er wird schon seine Gründe haben, warum er als Frau rumrennt. Ja, und wenn er als Pferd rumrennt, ist mir das auch egal. Er wird seine Gründe haben. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind im Stau. Sie sind im Stau und wissen nicht, wie lange der Stau ist und warum und wieso. Jetzt gibt es Leute, die steigen aufs Dach mit so einem Oschi und gucken da durch, um festzustellen, wo denn das Stauende ist und warum und wieso. Was haben Sie davon? In Wahrheit nichts. Die Begründung ist immer, ja, ich muss ja wissen, wie lange es dauert. Es dauert, solange es dauert. Und die Wahrheit ist, es hilft mir gar nichts. Und jetzt kommt der zweite Spruch. Nur ist es so, wie es ist. Die Frage ist, was mache ich draus? Erstens, es wird seine Gründe haben im Stau und zweitens, es ist, wie es ist. Was mache ich jetzt draus? Das ist sozusagen der zweite Spruch. Was mache ich draus? Das, was aus der Tube gedrückt wurde, das können Sie nicht mehr zurücknehmen. Und Vergangenes können Sie auch nicht nachholen. Die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt draus? Und es kommt der dritte Spruch. Der dritte Spruch ist für all jene, die immer so zukunftsängstlich sind und sagen, oh Gott, was mache ich bloß und hoffentlich entscheide ich mich richtig und ach, und ich muss jetzt und ich habe gerade einen Fall, die wird so gemobbt und sucht sich jetzt einen neuen Job und ist ganz unsicher und sagt die ganze Zeit, oh Gott, was mache ich denn und wie wird es denn in den neuen Job und ach, und kriege ich überhaupt einen neuen Job, ich keine Ahnung. Aber eins kann ich ihr sagen, der Dame, es kommt, wie es kommt und wenn es soweit ist, werde ich bestmöglichst darauf reagieren.
Das hat nichts mit Fatalismus zu tun, sondern es hat jetzt damit zu tun mit Selbstvertrauen. Das hat damit zu tun, dass ich mir vertraue. Und die Wahrheit ist, Sie alle, meine Damen und Herren, haben bis jetzt immer gute Entscheidungen gefällt. Immer. Sonst wären Sie heute Abend nicht hier im Bildschirm. Sonst wären Sie mich schon längst tot. Und wir haben damals eine gute Entscheidung gefällt, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vorgestern. Und zwar mit Hilfe dessen, was wir aktuell gewusst haben. Und mit dem Wissen, was wir aktuell gekonnt haben, haben wir eine Entscheidung gefällt. Und 10 Jahre später würde ich die Entscheidung vielleicht anders fällen. Aber damals wusste ich es ja nicht. Also habe ich damals die richtige Entscheidung gefällt. Hätte ich es damals besser gewusst, hätte ich es ja auch besser gemacht. Habe ich aber nicht. Und deswegen können Sie immer zurückblicken und sagen, ich habe immer die beste Entscheidung gefällt. Und ich habe auch immer bestmöglichst drauf reagiert. Und so können Sie das auch in Zukunft sehen. Es kommt, wie es kommt. Und wenn es soweit ist, werde ich bestmöglichst drauf reagieren. Jetzt kommt mein vierter Spruch. Und das ist für die Ungeduldigen. Für die Ungeduldigen unter Ihnen, ja, ich gehöre auch dazu, gibt es einen saugeilen Spruch, der hat mir schon viel geholfen. Immer dann, wenn ich sage, komm. Dann sage ich mir, das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Hilft total. Und dann sage ich immer, okay, es dauert so lange, das Gras wächst nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Das ist der Spruch für die Ungeduldigen. Jetzt kommt mein Lieblingsspruch, der fünfte. Der fünfte Spruch, der resultiert aus einer Geschichte, aus einer Fabel von Jorge Bucay, der hat da so Geschichten gesammelt. Und einer davon war von einem König, der neu in die Regierung gekommen ist und seine Weisen alle zusammengesammelt hat und gesagt, gib mir einen Satz, gib mir einen Spruch, gib mir ein Wort, womit ich besser regieren kann. Und haben sich die Weisen zusammengesetzt und die haben dann gesagt, wir bauen dir einen Ring oder wir schmieden dir einen Ring. Und dann haben die sozusagen so einen Ring geschmiedet und haben gesagt, so, und in diesen Ring haben sie einen Spruch reingemacht. Und dieser Spruch lautete, auch das geht vorbei. Und es ist ja auch so. Dieser Spruch hat viel mehr Weisheit, viel mehr Tiefe, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Auch das geht vorbei, das heißt, das Gute geht vorbei. Ja, jede Party ist irgendwann zu Ende, aber auch das Schlechte. Corona geht auch vorbei. Jede Krise ist irgendwann mal vorbeigegangen. Vielleicht hinterlässt es Spuren, vielleicht ist es nicht mehr so wie vorher. Aber das ist ja auch normal im Leben. Wir treten niemals in denselben Fluss ein. Und das Thema, am Schluss möchte ich Ihnen noch eine Geschichte erzählen, die Ihnen vielleicht auch hilft, etwas gelassener werden. Das ist die vom kleinen Bauern. Habe ich noch, oder? Ja, so, Sie nickt, also habe ich noch ein bisschen Zeit. Es ist die Geschichte vom chinesischen Bauer, der hatte zwei Pferde. Zwei Pferde hatte der und die Dorfbewohner haben gesagt, Gott, bist du reich, du hast es so gut, ach, wir beneiden dich. Und er hat immer gesagt, naja, mal sehen, abwarten. Eines Tages bringen die beiden Pferde aus und sind weg. Und dann sagen die Dorfbewohner, oh Gott, hast du ein Unglück, ach, und so weiter. Und er hat gesagt, naja, mal sehen, abwarten. Danach kamen die zwei Pferde zurück, haben noch eins mitgebracht und dann die Dorfbewohner gesagt, oh mein Gott, du hast ja aber Glück, jetzt hast du drei Pferde, nur zwei. Ja, mal sehen, mal abwarten, hat der Bauer gesagt. Dann begab es sich, dass der Sohn sozusagen das Pferd reiten wollte, das neue Pferd, und wurde abgeworfen, hat sich das Bein gebrochen. Natürlich haben die Bewohner wieder gesagt, oh mein Gott, was für ein Unglück. Dann kamen am nächsten Tag die Schergen des Kaisers und haben alle Wehrkräftigen eingezogen, bis auf den Sohn. Und wieder haben die Bewohner gesagt, mein Gott, hast du ein Glück? Und der Bauer hat gesagt, abwarten. Und genau darum geht's. Wir bewerten zu schnell und es ist viel schlauer, vielleicht einfach mal abzuwarten, was kommt. Es kommt, es kommt, und wenn es soweit ist, werden sie bestmöglich darauf reagieren. Es wird seine Gründe haben. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, und nur ist es, wie es ist. Aber der wichtigste Spruch ist, zum gelassener werden, auch das geht vorbei. Und jetzt in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Und wenn Sie mögen, können Sie mich anschreiben. Irgendwo gibt es einen Link. Und dann schicke ich Ihnen das Kärtchen gerne zu. Da sind die 5 Sprüche nochmal drauf. Sollten Sie sich sonst irgendwie interessieren, ne? Zum Beispiel, wie Sie umgehen mit einem schwierigen Chef, wie Sie dort ein bisschen gelassener werden und so weiter, auch das können Sie gerne bei uns soweit bestellen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend. Schön, dass Sie dabei waren. Bis dann.